Es ist das letzte Spiel, die letzte Möglichkeit ins Finale dieser DEL2-Saison einzuziehen. Und Freiburg oder die Tölzer Löwen haben hier die Möglichkeit, das klarzumachen. Ein Blick auf die Serienstände zeigt, nämlich Kaufbeuren schlägt die Löwen Frankfurt in einem packenden Spiel 7 mit 3:2 nach Overtime und zieht ins Finale ein. Und jetzt wartet der ISV Kaufbeuren auf den Finalgegner, der, egal wer es heute sein wird, als Heimrecht in dieses Finale reingeht. Und ein Blick auf die Aufstellung der Tölzer Löwen und die Mannschaft um Kevin Coutet zeigt, er hält an seinem Team fest. Viele Möglichkeiten hat er ja nicht. Maximilian Franzrepp vor Sinisa Martinovic, dahinter Sasa Martinovic, Manuel Edfelder, Markus Eberhardt, Matt McKenzie, Andreas Schwarz und Niklas Heinzinger in der Verteidigung. Und vorne im Sturm Sean Weller neben Tyler McNeely und Gubo Belka. Sie wollen für Offensivfurore sorgen, genauso wie Johannes Sedelmeier, Max French und Marco Pfleger in der zweiten Reihe. In der dritten Stefan Reiter, Mark Heatley und Christoph Kiefersauer. Und weiterhin unvollständig die Reihe 4 mit Luca Toste und Philipp Schlager. Dort wird man wieder entsprechend durchrotieren. Peter Russell gibt natürlich Ben Meissner weiterhin den Vortritt, der bis dato wirklich hervorragend gehalten hat vor Luis Benzing. Dann Peter Spornberger, Nick Pajot, Alex Brückmann, Patrick Kurz, Gary Pruden und Philipp Riesel in der Verteidigung. Und im Sturm Scott Allen, Christian Billig und Brad Bulmer in der ersten Reihe. Dahinter Cam Spiro, Nikolas Linzmeier und Simon Danner in Reihe 3. Tobi Kunz, Nico Kolb und Sebastian Christmann. Und in Reihe 4 Marc Wittfurt, Erik Petzold und Gregory Sakja. Und ich glaube, die Mannschaften sind heiß auf dieses Finale des Halbfinales. Die Zuschauer können es kaum erwarten. Und ja, in der prall gefüllten Echte Helden Arena geht es jetzt los zwischen dem IHC Freiburg und dem ISV Kaufbeuren. Und damit herzlich willkommen noch einmal zum 7. Spiel und damit dem Entscheidungsspiel zwischen dem IHC Freiburg und den Tölzer Löwen. Genau wie Frankfurt gegen Kaufbeuren gestern geht es heute ins große Finale. Nur einer der beiden Teams kann am Ende ins Finale einziehen. Und Freiburg-Tölz, wir hatten es ja schon des Öfteren angesprochen, das ist in den letzten Jahren zu einer Rivalität herangewachsen. Beides Male musste man sich in den Playdowns duellieren. Das erste Mal gewannen die Freiburger, das zweite Mal gewannen dann die Tölzer Löwen. Und heute trifft man sich in den Playoffs. Freiburg als Dritter, die Tölzer Löwen als Fünfter in der Saison. Man hat wirklich den Erwartungen am Ende Genüge getan. Man hat sie vielleicht sogar auch ein bisschen übertroffen. Denn wenn man sich mal die Umfragen gerade für die beiden Mannschaften anschaut, die waren ja vor Beginn dieser Saison nicht wirklich rosig. Man hatte ja Freiburg als Absteiger festgelegt. Auch die Tölzer Löwen hatte man nicht in den Playoffs auf dem Kanal. Und ja, umso besser ist es natürlich, dass beide Mannschaften dieser Liga gezeigt haben. Mit ihnen ist zu rechnen. Man hat eine hervorragende Truppe zusammengestellt. Man hat wirklich leidenschaftliches Eishockey gespielt. Und heute will man diese Leidenschaft natürlich am Ende krönen mit dem Einzug ins Finale. Einer der beiden Teams wird genau das am Ende auch passieren können. Scott Allen für Freiburg, die jetzt in den blau-roten Jerseys im ersten Durchgang von rechts nach links spielen. Die Tölzer Löwen in gelb-schwarz von links nach rechts. Die Serie spricht eigentlich bislang tatsächlich für die Heimmannschaften. Und ja, es gab eine Partie, die jeweils die andere Mannschaft auswärts gewonnen hat. Und die war wichtig aus Sicht der Tölzer Löwen. Und die war aber auch enorm wichtig für die Freiburger. Denn Tölz ging in Freiburg mit 3:2 in Führung. Freiburg holte sich in Tölz in Spiel 6 ein ganz wichtiges Spiel, nämlich das Überlebensspiel, um hier heute nochmal zu Hause die 7. Partie am Ende bestreiten zu können. Und Kaufbeuren, wir wissen es seit gestern, sucht seinen Gegner im virtuellen DEL2-Playoff-Finale in dieser Saison, wo wir leider beim wirklichen Eishockey keinen DEL2-Meister ausspielen dürfen. Und entweder heißt es Bortölz gegen Kaufbeuren oder es heißt IHC Freiburg ebenfalls gegen Kaufbeuren. Eins steht schon fest, die Mannschaft, die hier und heute gewinnt, bekommt auf jeden Fall das Heimrecht. Denn ja, Kaufbeuren als Neunter in die Playoffs gekommen über die Pre-Playoffs.
Und dementsprechend, egal ob Dritter, egal ob Fünfter, es wird reichen für ein Heimrecht im DEL2-Finale dieser Saison. So, kurz geht dazwischen, gut gemacht auf Linsenmeier. Kems B-Roll. Freiburg, aber auch die Tölzer Löwen versuchen beide ihre Möglichkeiten da vorne gewinnbringend zu beenden. Grissmann, Schuss abgeblockt. Und die Frage immer wieder, die man sich stellt, der Kader der Tölzer Löwen stark dezimiert, reichen die Kräfte. Vorteil gegenüber den Freiburgern, man hat lediglich 5 Spiele gebraucht gegen die Heilbronner Falken, um sich hier als Sieger zu krönen. Und Freiburg hat 7 Partien gegen die Ravensburg Tower Stars spielen müssen. 7 anstrengende Partien. Und nach 1:3 in der Serie dachte man schon, es sei vorbei aus Freiburger Sicht. Und da ist Reiter auf Kunz. Und Freiburg wieder im Vorwärtsgang. Über eine Viertelstunde schon vorbei. 0:0. Man merkt auch hier in diesem 7. Spiel, dass keiner der beiden Mannschaften wirklich den ersten oder vielleicht auch sogar den entscheidenden Fehler machen möchte. Sondern man will viel mehr, ja, ein wenig auf Konter fahren. Man will viel mehr abwarten, was der Gegner macht. Vielleicht tut sich irgendwo die Lücke auf, denn jeder Treffer könnte tatsächlich am Ende das ausbedeuten. Und wieder Scott Allen über die linke Seite, der ja weiterhin den Vorzug für Luke Pither bekommt. Ebenso Brad Boomer weiter im Aufgebot, denn ja, Peter Russell sagt, dieses Trio, das hat funktioniert zusammen mit Chris Billig. Und da ist Peter Sportberger und wieder Maximilian Franz Repp. Und beide Torhüter ebenfalls der Rückhalt ihrer Mannschaft. Und nochmal die Gelegenheit. Freiburg probiert es nochmal über Chris Billig, aber es sieht alles danach aus, als würden wir mit einem 0:0 in die erste Drittelpause gehen. Die Teams hatten ihre Chancen, aber bislang sowohl Maximilian Franz Repp als auch Ben Meissner überragend. Und es bleibt beim 0:0 nach 20 Minuten. Schussstatistik 6:2 für den EHC Freiburg, aber die Offensivzeit, da hatten die Tölzer Löwen etwas mehr davon, genauso wie die Bulli-Statistik. Aber summa summarum ist es ja eine ausgeglichene Partie, bis auf die Schussstatistik. Aber man konnte sie aktuell eben noch nicht nutzen. Und deshalb gucken wir gleich rein in den zweiten Durchgang in der echte Heldenarena. Tyler McNeely gegen Chris Billig am Bulli-Punkt. Und die Gelb-Schwarzen holen sich die Scheibe. Und wollen jetzt in diesem zweiten Drittel endlich den Weg in Richtung DEL2-Finale ebnen. Freiburg hält dagegen über Billig. Aber es ist immer wieder Maximilian Franz Repp. Sean Queller spielt aber auf Luberti Belka. Der bleibt hängen. Ganz wichtiger Defensivaspekt für Luberti von Nick Pajot. Und Brad Bulmer. Scheibe auf Cam Spiro gelegt. Der zurück auf Kurz. Und wieder Brad Bulmer. Und Linsmeier. Auf Siedlmeier. Und es ist der Treffer von Nicolas Linsmeier. 1:0 für den EHC Freiburg. Auf Zuspiel von Brad Bulmer. Der Topscorer der letzten Jahre der Freiburger. Immer wieder Nicolas Linsenmeier. Der kurzzeitig mal nach Krefeld gegangen ist. Aber zurückkam und die Freiburger wieder
mit seinen Aktionen unterstützt er, mit seinen Toren, mit seinen Assists. Und hier macht er vielleicht das wichtigste Tor in dieser Saison. Führung für Freiburg. 7,5 Minuten gespielt im zweiten Drittel. Und die Gastgeber gehen in Führung. Und jetzt Tölz mit der Antwort. Und das hat nicht lange auf sich warten lassen. Die richtige Antwort. Marco Pfleger, Matt McKenzie und Johannes Sedlmayr. Schön die Scheibe in die Mitte reingelegt. Dann der Tipp in von Marco Pfleger und Ben Meissner. Der war da machtlos. Perfekt gespielt. Durch die Beine von Ben Meissner. Und hier steht's nach der ganz kurzen Führung der Freiburger wieder 1:1. Durch den Treffer von Marco Pfleger. Und die Spannung nimmt kein Ende. Wieder Freiburg über Brückmann. Der dann natürlich jetzt am liebsten selbst wieder die Antwort für die Freiburger Mannschaft hätte. Und kurz. Sedlmayr. Pfleger kriegen die Scheibe zwar nach draußen, aber Freiburg mit viel, viel Druck zum puckführenden Spieler. Patrick Kurz. Abgelegt auf Dana. Abgefälscht, schon abgeblockt. Und jetzt ist etwas Fahrt in der Partie. Jetzt sind beide Mannschaften da. Jeder hat einmal getroffen. Und Kurz, schön abgelegt auf Garrett Pruden. Philipp Riese, der Kapitän, und abgeblockt. Ganz wichtig gemacht von dem Mann mit der Nummer 71. Nimmt da Fahrt aus der Scheibe raus. Mark Heatley. Und hier nochmal der Check von Kurz. Und das hat schon ja ordentlich gerumst bei diesem Zweikampf der beiden. Und Schwarz. Auf Mark Heatley. Der auf Christoph Kiefersauer. Wieder auf Heatley. Und der will natürlich, auch wenn er nächstes Jahr für die Freiburger auflaufen wird, Christoph Kiefersauer, der will heute seine Tölzer Löwen ins Finale führen. Wird alles dafür geben an der Seite von Mark Heatley und Stefan Reiter. Garrett Pruden auf Philipp Riesle. Oh, Fehlpass. Und Stefan Reiter kann den Abschluss nur am Tor vorbeisetzen. Riesenglück für die Freiburger. Denn die Gelegenheit, die sich hier den Tölzer Löwen geboten hat, die war nicht außer Acht zu lassen. Auch diese Chance durch den Linksaußen Stefan Reiter, der Mann mit der 89. Nicht zu verachten. Die Löwen machen jetzt ein wenig mehr Druck. Ende des Mittelabschnitts. 2:42 auf der Uhr. Und ich glaube, Freiburg kann sich da wirklich aktuell glücklich schätzen, dass es hier 1:1 steht. Gregory Sakian, Schuss wieder am Ansatz abgeblockt. Und wieder Kiefersauer. Sean Weller und Luca Tosto jetzt mit dabei. Man rotiert immer wieder durch. Die vierte Reihe bei den Tölzer Löwen ja nicht komplett. Philipp Schlager jetzt mit auf dem Eis. Die eigentlich nominell vierte Reihe wurde aufgefüllt mit Sean Weller. 1:1 nach 40 Minuten. Wer zieht am Ende ins Finale ein? Wer scheitert im Halbfinale? Und die Spannung, sie ist nicht wegzubekommen. 1:1. 40 Minuten vorbei. 6:10. Die Schussstatistik. Die Tölzer jetzt ein bisschen offensiver. Aber die Freiburger haben gut zurückgeschlagen. Die Bulli-Statistik etwas angeglichen. Also die beiden Teams sind da durchaus in der Lage, sich gegenseitig auszuschalten, gerade auch in der neutralen Zone. Und diese ja, Defensivstärke, die muss man jetzt mitnehmen in den Schlussabschnitt. 20 Minuten könnte eines der beiden Teams vor Finale entfernt sein. 20 Minuten vom Traum des Finales entfernt. Wer
ziehen ins Finale ein? Das ist die große Frage. Und es hätten beide definitiv verdient. Beide Teams spielen hervorragendes Eishockey. Ich habe es gesagt, haben in der Saison wirklich ansehnlich gespielt, wirklich gekämpft, Leidenschaft, Emotion reingebracht in ihr Spiel. Freiburg hätte sogar die Saison als Tabellenführer abschließen können. Am Ende war es Platz 3 und hier die Freiburger relativ defensiv und Lubot, die Belka bekommt da den Schuss nicht richtig. Und das war Glück. Das war richtiges Glück. Das hätte hier durchaus ins Auge gehen können. Tölz über Sean Weller, Edfelder und Lubo Nibelka. Jetzt Freiburg über Simon Danner. Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Nochmal die Tölzer Löwen. Marco Pfleger, der ist natürlich heiß auf den zweiten Treffer. Kommt zwar wieder zum Abschluss, aber Freiburg kann da frühzeitig stören. 12 Minuten noch Simon Danner. Linsmeier jetzt mit dabei. Und Cam Spiro auf der rechts außen. Schön nachgesetzt. Gefällt mir heute gut. Nikolas Linsmeier. Der da wieder viel, viel Arbeit leistet. Keine 11 Minuten mehr. Und es bleibt hier weiterhin beim 1:1. Und wieder Marco Pfleger. Max French im Rückraum. Da ist die Nummer 11. Johannes Sedelmeier. Und Christmann. Freiburg kommt hier etwas in die Defensive. Gerät etwas unter Druck. Aber gut nachgesetzt von Tobi Kunz. Sebastian Christmann, Nico Kolb, spitzer Winkel. Den bekommt er so an Maximilian Franz Ripp nicht vorbei. Gary Pruden auf Riesler, Christmann. Jetzt Freiburg mal wieder etwas offensiv geprägt. Riesler Strafzeit gegen die Tölzer Löwen. Und das ist in einer Situation, in einer Phase, die nicht ungünstiger sein kann, 5,5 Minuten zu spielen. Und Johannes Sedelmeier muss 2 Minuten nach draußen. Hier zu engagiert. Stellt Sebastian Christmann die Beine. Und das sind 2 Minuten, die sehr schmerzhaft sein können. Freiburg jetzt nämlich mit einem Mann mehr auf dem Eis. Aber Manuel Edfelder kommt die Scheibe erstmal nach draußen. Marc Wittfurt. Scheitert, holt sich aber den Puck zurück, geht an die blauen Nick Bourgeot. Und wieder ist es Edfelder, der versucht und jetzt auch die Scheibe am Ende rausbekommt. 45 Sekunden, Freiburg dann wieder komplett. 4 Minuten und 5 Sekunden auf der Uhr. Brad Bulmer. Da ist Nick Bourgeot, Nachschussmöglichkeit unterbleibt. Denn Franz Repp, der ist schnell genug am puckführenden Spieler dran. Hochkonzentriert der Tölzer Schlussmann. Und wir sind in der Crunch-Time. Und jeder Gegentreffer kann das Aus für das jeweilige Team bedeuten. Christoph Kiefer-Sauer jetzt die Kontermöglichkeit mit Johannes Sedelmeier. Aber Philipp Riesle, Freiburgs Kapitän, der am Ende dieser Saison seinen Rücktritt erklärt hat. Und es gibt die nächste Strafzeit. Und wieder trifft es die Tölzer Löwen. Und es ist noch einmal Johannes Sedelmeier, der da wieder zu engagiert dieses Mal gegen Marc Wittfurt auftritt. 2 Minuten und 15 Sekunden. Jetzt also fast die komplette letzte Zeit in Unterzahl. Tor! Da ist es! Freiburg, was man vorher nicht geschafft hat. Jetzt ist es Camp Spiro.
Brückmann und Billig bereiten diese Scheibe vor. Ganz, ganz wichtiger Treffer für die Freiburger. Und jetzt die Tölzer enorm unter Druck. Noch einmal, da ist Brückmann, der rüber auf Spiro und der braucht die Scheibe dann nur an Franze vorbeizuziehen. Schöner Spielzug der Gastgeber und über die Fanganseite von Maximilian Franz Repp. Und das war ein wichtiger Treffer, das wissen Sie alle. 2-6 vor Ende der Partie. Noch einmal die Führung für Freiburg. Und jetzt die Frage, Tölz. Sie wissen, die Zeit ist nicht mehr lange. Kommt man hier nochmal zurück? Spornberger auf Allen. Wann wird Maximilian Franz Repp gehen? Noch bleibt er im Tor. Sean Weller auf Tyler McNeely. Lubomir Milka und Ben Meissner. Jetzt ist er raus. Jetzt die Tölzer Löwen ohne Torhüter. Linzenmeier gegen McNeely. Bad Tölz mit 6 Feldspielern. 13-8, die Bulli-Statistik. Und jetzt gerade verliert man das Bulli, aber die Scheibe bleibt drin. Schwarz auf Lubomir Milka. Und der Druck auf Freiburg wächst. Jetzt Nick Bourgeois auf Cam Spiro. Auf Simon Tanner. Kanada mit dem Empty Net. Er macht es! Und das dürfte die Entscheidung sein. Simon Tanner mit dem 3-1 für Freiburg. Und reicht das für den Einzug ins DL2-Finale? Man würde auf Kaufbeuren treffen. Unglaublich, was Peter Russell und Daniel Heinrici mit dieser Mannschaft gemacht haben. Man hat neue Leistungsträger verpflichtet. Bulmer, Allen, Spiro, Nick Bourgeois, Ben Meissner. Und alle die, die spielen zusammen. Das ist eine Einheit. Und natürlich, die Tölzer müssen jetzt alles nach vorne werfen ohne Torhüter. Aber glaubt man hier noch dran? Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Freiburg steht 27 Sekunden vorm Finale der virtuelle DL2. Stefan Reiter. Und das wird nicht mehr reichen. Noch 15 Sekunden. Jetzt muss er treffen. Wieder abgeblockt und Christoph Kiefersauer. Aber das wird den Tölzer nicht mehr reichen. 7 Sekunden noch. Cam Spiro. Die Scheibe ist draußen. Und das ist definitiv der Sieg. Und noch einmal Simon Danner. Wahnsinn. Jetzt ist hier alles geschafft. Freiburg steht im Finale. Was für eine unglaubliche Saison, die hier mit dem Finaleinzug am Ende gekrönt wird. Und damit steht fest, der EHC Freiburg trifft im Finale auf den ESV Kaufbeuren. Der absolute Wahnsinn. Und für die Tölzer Löwen heißt es, nach einer siegreichen Serie in der letzten Saison, als man in der ersten Playdown-Runde den Verbleib in der DEL2 geschafft hat, das Ende im Halbfinale. Das ist bitter, aber nicht traurig sein. Man hat eine hervorragende Saison gespielt und Freiburg dürfen wir im Finale sehen. Gegen den ESV Kaufbeuren. Glückwunsch an die Mannschaft von Peter Russell. Und Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr darüber freuen und die Finalserie wird im Laufe der Woche starten. Ich freue mich drauf. Schaltet unbedingt wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Euer Vladi LP.